Bundeswahlkrampf. Scheiße. Comedy zur Bundestagswahl. Philipp Rösler und Guido Westerwelle. Meine Damen und Herren, so wie es in Deutschland üblich ist, dass man alle 4 Jahre eine neue Regierung wählt, so ist es für die FDP üblich, vor der Wahl vieles zu versprechen und grundlegend auszuschließen und sich hinterher nicht daran zu halten. Wir machen nirgendwo mit und sind überall dabei und sind somit die flexibelste Partei, was Standhaftigkeit anbelangt, in Deutschland. Wir müssen uns jedoch nicht vorwerfen lassen, bei all unserem Engagement witzlos zu sein. Aus diesem Grunde übergebe ich das Wort an unseren Vizekanzler Philipp Rösler. Ja, Vizekanzler stimmt nur halb. Ich bin ja eher König, denn ich bin ja auch adelig. Ja, Philipp von der FDP. Ja, die Grünen sind die Politik gewordene Zone 30. Alles ausbremsen. Und es stimmt, im Vatikan, da ist der Teufel los, aber wissen Sie was? Seine kleine Schwester regiert in Berlin. Wie viele Sozialdemokraten braucht man, um eine Glühbirne auszuwechseln? Brauchen tut man nur einen, kriegen tut man keinen, denn die setzen voll auf Solidarität, das heißt, jeder verlässt sich auf den anderen, keiner packt an, und nichts passiert. Und wenn Sie einen Frosch in heißes Wasser werfen, dann hüpft er sofort heraus. Wenn Sie einen Frosch in kaltes Wasser setzen und langsam die Temperatur erhöhen, wird er zuerst nichts merken und nichts machen. Und wenn er etwas merkt, dann ist es zu spät für den Frosch. So viel zum netten Herrn Rösler. Ich denke, ich habe deutlich gemacht, dass die FDP eine Partei ist, über die man sehr wohl lachen kann. Und ich bin zuversichtlich, dass wir am 22. September ganz viele Stimmen erhalten werden. Der Bundeswahlkrampf. Scheiße. Comedy zur Bundestagswahl.